Es geht wieder weiter, Freunde. Nachdem wir das letzte Mal in 80 Mio Coins SBB gemacht haben und es komplett nach hinten losgegangen ist, ich sag nur 6 Millionen Coins discard. So eine zentrale Position, die nennt sich ZOM. Die möchte ich bitte einmal als erstes. Machen wir heute trotzdem weiter. Und zwar mit einem 85 Mio Coins SBB. Mit dabei mein kleiner Cousin. Ich bin's, Cenk. Ich bin auch der Bartlose heute. So nennt man mich momentan leider. Du hast mich wortwörtlich rasiert, Wakesy. Aber diesmal rasiere ich dich im 85 Mio SBB. Ey, wenn ihr das sehen wollt, Freunde, lasst ein Like da. Und dann gehen wir das nächste Mal, ich weiß nicht, ob es möglich ist, entweder auf 87,5 hoch oder auf 90 Millionen. Wie viele Likes sollen wir dann sehen, Cenk? 9000. Bruder, übertreib nicht. Bruder, ich übertreib, wann ich will. Und wo ich will und wie ich will. Mach eine realistische Zahl. Nein, nein, das, Bruder, sorry. Also was hier discardet für die ganzen SBBs, 9000 Daumen, das schafft ihr locker, weil ihr wollt es sehen, ich sehe es immer in der Resonanz, deswegen 9000 Daumen nach oben, packt ihr. Also Stand jetzt, ich kann noch gar kein 90 Mio SBB aufnehmen, ich muss erstmal wieder ein bisschen Packlack auspacken und dann könnte ich das auch machen. Aber ja, wenn ihr die 9000 schafft, dann machen wir es auf jeden Fall. Lasst ein Abo da, kostenlos abonnieren nicht vergessen und ich würde sagen, du darfst reinhalten. Das ist aber lieb. Ich halte rein LFRF und ich bin auf zwei ehemalige Teamkollegen gestoßen, die habe ich dann direkt mal aufgeschrieben. So, mein Kumpel, ich habe ja immer in den letzten Videos Spieler gekauft, damit du die nicht errätst und ich da am Ende des Tages gewinne. Es geht so weiter. Wenn ich darf, würde ich mir gerne für die rechte Flügelposition einen Garrincha zulegen. Den würde ich mir dann auch direkt kaufen. Auf der linken Seite lege ich mir auch einen neuen Spieler zu. Den hast du nämlich auch nicht auf dem Schirm. Spaß, es ist Kylian Mbappé, Team of the Year. Kommt schon wieder mit irgendwelchen neuen Spielern, die er da kauft. Erzähl mir wieder vorher was von diesen. Ich habe dir diesmal gar nichts erzählt. Du brauchst jetzt nicht rumliegen. Ja, du erzählst mir jeden Tag irgendwas von wen du da kaufen willst. Ja, also, wenn du mich immer fragst, wen hast du so geholt? Bock der Spieler, Bock der Spieler. Und ich dir sage, ja, habt ihr gespielt, ist okay. Dann ist es halt so, darfst du nicht fragen. Erst doch über Lionel Messi geredet, deswegen habe ich Lionel Messi auch aufgeschrieben. So. Und? Du hast Kylian Mbappé oder hast du Ronaldinho oder wen hast du aufgeschrieben? Ja, natürlich habe ich Kylian Mbappé. Raus mit dem, Junge, Torwart. Spaß, das war Spaß. Ich habe nicht Mbappé, ich wollte Ronaldinho mitnehmen. Ich wollte Ronaldinho mitnehmen. Packst ihn jetzt raus. Bitte. Nein. Torwart. Ey, wie unnötig. Torwart LF, hast du selber Schuld. Ja, aber Garrincha darf ich behalten? Ja, wer soll da auf Garrincha kommen? Also, Real Talk, Winter Wildcard. Krank. Ja, spielt halt seine Scheiß Winter Wildcard. Mach das. Okay, kaufe ich mir dann gleich. So, hier, das sind die zwei Spieler, die ich für dich aufgeschrieben habe. ZOM und MS, also ST. Ja, wenn du schon so sagst, Bruder, der Typ ist MS. Leo Messi, Team of the Year. Kann ich dann direkt auf die Bank tun. Hast du eh. Also, hast du eh. Gehe ich sehr stark von aus. Aber ich sag ehrlich, musste ich benutzen. Bei 85 Millionen ist so viel. Dann ZOM. Team of the Year Icon gehe ich nicht, dass. Also, ich sag, du hast den nicht best. Oh, ich habe Messi und Ronaldinho. Ja! Ja! Best wusste ich, dass ich behalten kann. Messi habe ich geopfert für die Münzen. Ich muss die Münzen vollkriegen. Ging nur mit Messi. Ging nur mit Messi? Jo. Das wusste ich auch, dass es nur mit Messi geht. Weil du kaufst dir nicht so viele neue Spieler wie ich immer. Ich wusste auch, dass es nur mit Mbappé geht. Und jetzt gehen wir weiter zu den nächsten Positionen und dann rasiert er. Es hat auch mit Ronaldinho geklappt. Nö, es hat auch mit Ronaldinho geklappt. Den habe ich auch. Mann, den kann ich mir auch kaufen, den Knecht. Ja, das ist Kleingeld nicht. Für mich. 15 Millionen. Ja, okay, kann ich wirklich nicht. So, Freunde, nächste Runde. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, deswegen will ich als erstes reinhalten. Ich füge den nächsten ein, den du zu 99% haben wirst. Warum eine Frage. Rein? Eine Frage vorweg. Magst du es, Menschen zu brechen, durchzubrechen, maximal auseinanderzunehmen? Ist das jetzt eine rhetorische Frage? Ja. Manchmal. Okay, und deswegen du? Wirst du, glaube ich, diesen Spieler hier mitgenommen haben. Oh, Vieira. Hast du Vieira? Ja. Okay, weiter. Kann safe auf die Bank. Ich packe ihn jetzt schon auf die Bank. Ich sag ehrlich, du hast den 100 Pro. Dann habe ich noch Veron. Ich glaube, da wirst du dann, wenn, dann auf Zanetti gepokert haben. Wegen dem Messi-Link halt eben. Und rechts meine Geheimwaffe. Das ist eigentlich keine Geheimwaffe mehr, aber es ist eine Waffe und zwar 100. Die 89er SBC. Kann es sein, dass du irgendwie immer irgendwie Luck hast? Dann ich darf Vieira mitnehmen. Du hast so viel Glück im Spiel, ne? Das ist krass. Glück nicht. Was hast ich du denn aufgeschrieben, wenn Lothar ich Lothar Matthäus aufgeschrieben, weil ich ihn letzte Woche discarden musste mit über 5 Millionen Coins. Und ich dachte, du hast ihn jetzt aus Frechheit mitgenommen, um mir so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Dachte ich, hast du jetzt Lothar Matthäus eingebaut. Dann habe ich Zidane und Rodri Totti. Oh, ich habe nicht mal Hullet aufgeschrieben, weil ich dachte, du gehst niemals mit Hullet. Ich weiß, dass du ihn hast. Ich dachte, du gehst niemals mit Vieira, weil ich auch weiß, dass du ihn hast. Und du machst einfach das Offensichtliche. Das meine ich mit, du kaufst nie neue Spieler. Aber ich sag dir ehrlich, ich hatte sogar Zidane 95er im Blick und Rodri für den Haaland, den hatte ich auch im Blick. Ja, also deswegen bin ich auf die gegangen. Ja, stark, aber Satz mit X, das war wohl nichts. Edgy Badge, so, ich halt rein. So, ich kaufe mir den nächsten neuen Spieler, wenn ich darf, im ZOM. Mann, wie viel Coins hast du denn noch? Ja, ich verkaufe auch mal Spieler und hol mir dann neue. Ja.
Füg ein. Nee, falscher Pelé. Winter Wildcard Pelé. Weiter. Was? Hahaha. Hast du niemals. Weiter. Worauf wollen wir wetten, dass ich ihn habe? Gar nichts. Hier, Winter Wildcard Pelé. Muss ich mir gleich noch als richtigen kaufen. Ich habe gerade nur den Live-Spieler. Nee. Ja, brauchst du nicht. Dann habe ich, Mann, wo sind die ganzen Spieler hin? Digga, wenn das einmal funktionieren würde, dieses Menü, ne? Stevie G. Stevie G, stark. Und dann habe ich, bin sicher gegangen, Freunde. Kimmich, ich glaube, ich darf alle drei behalten. Ja, sicher mit Pelé. Ich habe dir 30 Mal gesagt, du musst Pelé wieder rausschmeißen. Bin sicher gegangen. Ich glaube, Pelé darf ich behalten. Nein, das war Spaß. Ich habe nicht Pelé, ich habe Ronaldinho. Ja, edgy Bash. Lüg nicht. Hast du Pelé oder Ronaldinho? Pelé. Ja, raus mit dem. Pelé? Und dann dachte ich vielleicht irgendwie über Bellingham, Team of the Year und Modric. Weil du ja so kauffreudig bist, habe ich sogar Bellingham aufgeschrieben. Aber du bist diesmal nicht auf Bellingham. Warte, habe ich deine Spieler schon erraten? Ja, du hast nämlich nichts erraten. Ha. Freunde, die Außenverteidiger, wenn das jetzt klappen sollte, ne? Ich habe was aufgeschrieben und damit gehe ich eigentlich ganz gut. Erzähl. Ich sag dir ehrlich, 0,5%ige Chance, dass du die Spieler hast. Also 0,5 von 100, ne? Also mäßig, dir fehlen 99,5%. Erzähl. Bompastor? Schwer. Schwer. Ja. Schwer. Und obwohl, warte mal, Bro, die Chance hat sich gerade erhöht. Der Spieler ist ehrlich 50-50, Kyle Walker, wegen Haaland-Ding. Oder du gehst jede Woche mit Zanetti und Roberto Carlos. Ey, ich mach's heute komplett falsch. Im Mittelfeld schreibe ich andere Spieler auf, als du sonst mitnimmst. Nimmst du dieselben mit? Jetzt schreibe ich dieselben auf, die du sonst mitnimmst. Schreibst du... Mann, Digga, ich bin voll verwirrt. Weil ich in deinem Kopf bin. Ich habe Roberto Carlos Zanetti, das bringt ja gar nicht. Ja, locker flockig. Und jetzt, du sagst, du bist kauffreudig. Ich habe kauffreudige Spieler aufgeschrieben. Ich habe eine SPC. Die kann man nicht kaufen. Es ist Davis. Oh, aber geil. Coole Karte. Ja, und dann habe ich noch einen Link für Kylian Mbappé. Und das ist ein Perfect Link mit Nordir Mukiele. Oh, ich habe den sogar schon. Barfuchs oder was auf den Außenverteidigern? Davis kostet 1 Million. Ja, okay, ich meine da Mukiele. Ja. Ich dachte, du gehst vielleicht mit Mondi, weil der hätte irgendwie 5-6 Millionen Coins gebracht und da wärst du dann halt gut dabei gewesen. Und Frimpong. Ja, weil ich dachte, du willst mal so neue Sachen ausprobieren. Aber dann, ja, Mann, ich mach's auch komplett falsch. Ein paar Coins brauche ich jetzt auf jeden Fall noch in der Innenverteidigung und im Tor. Oh. Jo, ich auch. Jetzt wird's schwierig. Du hast es eben gerade gesagt, die letzten drei Spieler und hier kann es immer zum totalen Bruch kommen. Und du hast mich vorhin rhetorisch gefragt, ob ich es mag, Leute durchzubrechen. Ich mag es, Leute durchzubrechen. Und deswegen hoffe ich, kann ich dich mit diesen drei Spielern jetzt durchbrechen. Ich bin so confident, Freunde. Guck mal, ich gehe heute auch mit deinem neuen Spieler, lege ich mir gleich auch noch zu. Ist gerade auch noch der Leihspieler. Wird sich aber ändern, wenn ich ihn behalten darf. Mit Ferdinand Totti Icon kaufe ich mir auch noch extra. Für das Video hier. Dann habe ich über 5 Millionen Coins gerade reingebrettert. Van Dijk und Ruben Dias werden es heute nicht, sondern Cannavaro. SBC sieht auch sehr cool aus. Und im Tor brauche ich dann, glaube ich, noch Chemie für Haaland. Falls ich die brauche, nehme ich einfach noch Ederson mit und dann passt. Herzlichen Glückwunsch, dass alle behalten. Ich kann immerhin froh sein, ich habe ja 2 schon vorher bei dir erraten, aber das war echt knapp. Du hast sogar noch den einen Namen erwähnt, der auf der Tafel stand. Ich habe aufgeschrieben Maldini. Da gibt es diese geile Future-Star-Icon. Den hättest du statt Ferdinand holen können. Warum kaufst du nicht den? Warum nimmst du nicht den, Mann? Hast nichts mehr. Dann noch Van Dijk und Cech. Jawoll, Bro. So wichtig. So wichtig. 2 Bronzespieler kann ich mitarbeiten. Jetzt noch einer mehr wäre auf jeden Fall hart gewesen, aber damit kann ich arbeiten. Und jetzt muss ich was bei dir erraten. Habe ich überhaupt schon irgendwas erraten? Nur den Messi, ne? Ja, Messi. Steht da nicht ein Torwart? Ja, steht ein Torwart. Okay, gut. So, ich bin gegangen mit Eder Militao, Winter Wildcard. Der Mann kostet einfach fast 800.000 Münzen. Sehr, sehr geil. Dann bin ich im Tor mit dem Link zu Militao gegangen. Alisson Team of the Year, da habe ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, weil Team of the Year Karte kann man gut drauf kommen. Und jetzt brauchte ich noch lockere, ganz, ganz lockere 5 Millionen Münzen. Und da kommt der Mann hier ins Spiel. Rio Ferdinand, ich hätte Matthäus Maldini holen können. Ja. Hätte Fahrradkette. Du holst dir aber keine neuen Spieler. Und deswegen habe ich Ferdinand mittlerweile auf dem Schirm. Ist okay. Mach. Sag es. Ferdinand. Ja, okay, top. Ich habe Kizzy hingestellt. Okay, das ist cool. Macht er gut. Ich hole mir jetzt Ferdinand. Und du darfst ihn nicht spielen. Das ist noch cooler. Ich werde dich trotzdem auseinandernehmen. Nö. Okay. Zeig mal her, dein Team. Was hast du denn da Schönes? Alisson. Boah, Vieira rullet. Ist schon krass, ne? Best Haaland, auch schon wild. Was sagst du? Deine Bronzespieler, da sieht das schon ein bisschen zerbröckelt aus, aber sonst auch geiles Team. Ich sag ehrlich, vor diesem Ferdinand in der EVP habe ich so Respekt und das tut mir so weh, dass ich den nicht hab, ne? Wovor hast du Schiss, Bro? Von dieser Taktik! Plötzlich ist mein Cannavaro da vorne. Hast du Angst oder was? Das war nur, weil mein Controller war gerade leer. Ja, Controller war gerade leer. Hast du ihn nicht laufen sehen, dass ich mir den Verteidiger geschickt habe, ne?
Du musst mir Tor geben. Warum? Der Controller war leer. Nein. Guck mal jetzt. Oh mein Gott, das ist rot. Das ist rot. Das ist rot. Er gibt rot! Er gibt rot! Und das ist der erste Discard für mich. Er gibt rot, Bro! Ja, natürlich, letzter Mann. Ich hab dich so hochgenommen mit diesem Trick. Oh, rote Karte. Ein garantierter Discard für mich und jetzt werde ich bestimmt noch verlieren. Wenn die ganzen Eckballtaktiken nicht klappen, dann muss man zu der Taktik greifen. Dann muss man zu. Ja, ich dachte schon, er ist sogar dran. Und jetzt geht er rein. Echt? Jetzt dreht sich das Spiel nämlich auf einmal um. Kaum habe ich eine rote Karte, läuft alles für dich. Krank. So eine gute Taktik. Oh. Ey, Digga, es ist so krank. Ich habe keine Abwehr mehr. Da bin ich. Da bin ich doch. Da. Nein. Wieso ist noch niemand da, Mann? Bitte, 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 bitte. Richtiger Moment. Nein. Richtiges Timing. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was redest du? Kein Abseits. Dein scheiß Innenverteidiger hat aufgehoben wie so ein Loser. Digga, ich hab da auch meinen scheiß Bronzen noch stehen. Oh mein Gott, Militao. Weiter, weiter, weiter. Bruder, wohin flankst du? Mach ich dieser scheiß Bronze. Jawoll! Dieser scheiß Bronze die ganze Zeit schon, ich schwör da. Oh, 2-2, 2-2. Vielleicht kann ich das irgendwie gewinnen, Alter. Kein Abseits. Ja, Militao hat aufgehoben. Bronze wieder. Nee, Militao war das. Ich schwöre wegen Bronze wieder. Mach ich. Ja. Ja! Ich dachte, er macht ihn nicht. Ulrich, Stuttgart. Stuttgart wegen auf die Bronze. 1. Wegen meinem Bronze. Oh, war das die 90. So war das die 90. Das nee, könnte sogar die 90. gewesen sein. Ein Angriff habe ich noch. Als ob. Als ob. Als ob. 89. und 92. Hier, Jake. Ich muss zwar auch einen Spieler discarden, ich darf mich nicht zu früh freuen, aber du musst zwei discarden. Das gab's so, glaube ich, auch noch nie im 80. 85 Mio SBB. Was ist hier gerade passiert? Alter. Das ist so ein Luck. Also wirklich Glück im Spiel, Pech im Gesicht. Du hast heute Pech im Gesicht. Guck mal dein Bart an. Glück im Spiel, Pech im Gesicht. Guck mal dein Bart an, hast ja nicht mal Bart. Wie du das Spiel gedreht hast, das war die größte Frechheit. Das war die größte Frechheit. Laber rum. Zwei Discards für dich, einen für dich. Komm, wir gehen zum Discarden. So, Janky. Sag mal deine Formation. 4, 3, 1, 2. Wir fangen erstmal an mit den Discards in deinem Team. Welche Formation? 4, 3, 1, 2. Dann fange ich auf ganz trocken einfach mal mit deinem Rechtsverteidiger. Okay. Wie viel Coins? Sag mir nur die Coins. Geschätzt 400k. Oh nein, nein, nein. Ich brauche was Dickes. Das ist kein Bruch für dich. Wo gehe ich hin? In der Abwehr gehe ich da nicht nochmal hin. Ich gehe auf dein ZOM. 800k plus. Also, so eine Mio plus, sagen wir es einmal. Wen habe ich getroffen? Walker, Evo und Militao hinter Wildcard. Oh mein Gott! Ja, okay, Walker ist cool, weil du den nicht wiederbekommst. Das ist eine Evo. Kann ich den discarden einfach? Nein, du machst eine SPC, du discardest hier gar nichts. Und jetzt musst du aber einen bei mir rauspicken, ne? Ich geb dir auch den RV. Das ist der maximale Bruch. Und das ist der maximale Bruch, Digga. Ich habe einfach stehen lassen. Mein Team stand so, wie es vorher war. Und das ist Mukiele. Einfach Mukiele, Digga. Das ist so geil. Ich habe die über 1 Million discardet und du mir 50k, Cenk. Wie fühlt sich das an, Cenk? Einer hat keinen Bart mehr und einer kann nicht mal dick discarden. Krank. Mach deine SBC. Ich mach meine SBC. Oh, ist das schön. Eine rote Karte bekommen, trotzdem das Spiel gedreht und am Ende des Tages nur 50k discardet. Wie sieht's bei dir aus? Ich gebe die SBC ab. Hier, weg sind sie. Ja. Freunde, by the way, hätte Ferdinand getroffen, hätte ich auch den geholt und am Ende den discardet, ne? War gerade nur ein bisschen Krise mit den Kröten, hätte ich was anderes verkaufen müssen. Lasst ein Like da. Cenk, du wurdest heute auseinandergenommen. Am Anfang hast du gesagt, du willst mich sprechen, ich habe dich gebrochen. Ja. Lasst ein Abo da. Genau, was für ein Mensch. Was für ein Mensch. Und die Revanche gibt's auf deinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Peace.